Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sword Art Online Lost the Song. Ja, ich bin wieder da, endlich geht's wieder weiter. Ich habe ein bisschen gelevelt, wie ihr gleich sehen könnt, und zwar hier bin ich jetzt mit Kirito mittlerweile auf Level 370. Auch seine Skills haben sich etwas verändert. Ihr seht, ich habe jetzt mittlerweile alle Skills von Kirito erlernt. Die neue Technik ist die hier, die Elikipse. Eine mächtige Doppelklingenschwert-Skill. Du schließt auf Entfesselt eine 27er-Kombo. Relativ stark, hier seht ihr auch, habe ich auch schon relativ viel freigespielt. Habe ich auch schon einiges. Und das sind hier zurzeit meine Dinger, die ich benutze. Am meisten benutze ich hier diesen Flammenschlag und Schwächen benutze ich auch sehr oft. Und Mana regenerieren benutze ich jetzt eigentlich auch in letzter Zeit sehr oft. Dann Asuna, die ist auch Level 370 und sie hat hier das hier. Also ich habe auch ein bisschen was an den Skills auch ein bisschen verändert im Kampfskill. Und hier hat sie leider erst zwei. Sie bekommt noch irgendwie welche, keine Ahnung wann. Hier sollte sie eigentlich auf Level 300 was bekommen. Aber zurzeit hat sie halt nur in Anführungsstrichen 2. Ja, dann Shino, ein Level drunter. Sie hat hier Multi-Jagd neu hinzubekommen. Braucht jetzt also auch nur noch ein Skill, den sie auf Level 400 erlernt. Sie hat ein bisschen weniger bei Passiv-Skill. Aber auch bei Kampf-Skill hat sie viel. Und das hier sind ihre anderen Skills. Ja. In dieser Folge wollen wir den letzten Dungeon machen im Eisgebiet, nachdem wir jetzt alle Dungeons geschafft haben, also diese zwei Dungeons im Waldgebiet, also im Wiesengebiet, dann diese zwei Gebiete im diese zwei Dungeons im im Wüstengebiet und dann hatten wir ja noch zwei extra Dungeons im Eisgebiet. Und jetzt, nachdem wir alle 6 Kugeln eingesammelt haben, können wir nun endlich weiter. Okay, Items habe ich genug. Danke. Auch, ja, stimmt. Brauche ich euch doch nicht zu zeigen. Und zwar habe ich jetzt mittlerweile so gut, bis auf eine einzige Extra-Quest, habe ich jetzt ja auch alle Quests, die da im Quest-Counter da sind, alle geschafft. Ja. Ich kann euch übrigens zeigen, wo ich trainiert habe. Da muss ich echt sagen, da kann man echt relativ geil trainieren. Also wenn ihr irgendeinen Ort sucht, wo ihr trainieren könnt, dann empfehle ich euch diesen Ort hier. Vor allen Dingen diese Gegner da. Die hier. Mit den Hämmern. Die sind richtig geil zum Kämpfen. Die besiegt man relativ schnell. Also wenn man einen ordentlichen Kirito hat, dann besiegt man die Gegner extrem schnell. Und ich sag mal so, ich habe das geschafft, hier Kirito von Level 330 auf Level 370 in gerade mal 3 Stunden. Das geht eigentlich noch. Klingt relativ viel, aber man bekommt halt viel EP von den Gegnern. Und so kann man eigentlich am besten in dem Spiel leveln. Wenn man sich 3 Stunden wirklich hinsetzt und gegen diese Gegner da battelt. Was? Sesam, öffne dich oder öffne dich, wenn du eine Sesam-Allergie hast. Juhu! Da sind wir endlich im letzten Dungeon. Und den werden wir doch schaffen. Level 380. Na, das sollte man doch hinbekommen. Den neuen Skill zeige ich euch gleich. Lass mal hier diesen Gegner besiegen. Geskillt habe ich jetzt die Schwerter jetzt nicht von Kyoto und Asuna. Und auch Shinon. Aber so, jetzt zeige ich euch den neuen Skill. Ja, das ist der hier. Also ich kann euch sagen, vor allen Dingen gegen starke Gegner ist dieser Skill richtig krass. Moment. Weiß mal meine Mana. Damit lädt sich halt die Mana von Kirito schneller auf.
Und dadurch, dass ich halt relativ viele Skills benutze, die viel Mana verbrauchen, Sternensturm und halt diese neuen Epic Slee Skill, ist eigentlich diese Technik gut. Verworrener Dungeon. Und er hat mehrere Etagen. Okay. Okay, da sehe ich einen Schlüssel. Ich sehe drei silberne Kisten. Das war klar. Das war eigentlich schon klar, dass hier irgendwelche Assis drin sind. Was, das sind alles Assis? Ist das alles eine Falle? Ich dachte, dass hier irgendwie zwei eine Falle wären, aber nur sind irgendwie alle. Okay, das ist strange. Ich dachte, dass hier irgendwo vielleicht ein Schlüssel wäre, aber nur. So, Monster besiegt. Und du stirbst auch mal. Dass alle jetzt eine Falle wären, das hätte ich nicht erwartet. Das war tatsächlich so. Alles eine Falle gewesen. Krass, das war ja badass. Das ist badass. Vom Spiel. Das ist einfach mal alles eine Falle. Komm, kratz ab. Also ihr seht, wir machen auch richtig viel Damage. Ja. Vor allem mit diesem letzten Schlag von Kirito killt ja den Gegner fast One-Hit. Also ich habe gegen Bosse, ein paar Bosse gekämpft, die auf Level 500 waren. Und den hat Kirito fast... Also das sind ja auch immer diese komischen ganz großen Gegner, die noch stärker sind. Da war der auf Level 500 und Kirito hat den mit dem Skill one-hitted. Das war einfach nur so krass. Also das Skill ist richtig overpowered. So, das ist zu. Ja, gegen diese Gegner haben wir schon mal gekämpft. Da habe ich auch schon dafür eine Belohnung bekommen. Also man bekommt ja da immer Belohnung, wenn man bestimmte Aufgaben geschafft hat. Und ja, diese habe ich auch schon alle erledigt. Ich gucke eigentlich immer sehr häufig nach. Okay, hast du noch vielleicht etwas, was du noch machen musst? Oder hast du jetzt schon alle geschafft? Es gibt noch eine Extra-Quest, die relativ hart ist. Die habe ich zwar noch nicht gemacht, aber muss ich noch machen. Ansonsten bin ich eigentlich rundum mit allem fertig. Die Gegner ignoriere ich jetzt mal. Asuna und Shinon haben übrigens neue Waffen bekommen. Die habe ich währenddessen gefunden beim Leveln. Hier seht ihr, man kann auch die Gegner richtig geil paralysieren. Also diese Endskills sind echt krass, weil man halt ständig den Gegner paralysiert. Und das macht schon viel aus, muss man sagen. Asuna hat Level 371 erreicht. Krass. Ich kämpfe natürlich gegen die Gegner, weil es bringt ja immer wieder schön EP. Ich habe ja jetzt eigentlich die Chance, überall hinzugehen. Ich gehe jetzt aber einfach mal hier lang. Schön wäre es, wenn ich die Gegner alle auf den Haufen kriege, aber leider nicht so. Hier, ihr seht, ich habe fast drei Gegner mit diesem einen Skill besiegt. Das ist halt einfach richtig overpowered. Ich muss jetzt... Moment. Mana füllen. So. Hier hat sich jetzt irgendwo geöffnet. Verdammt! Jetzt. Also dieser Skill, der Mana auflädt, der ist eigentlich relativ cool. Ich werde jetzt auch hier gleich gegen diese Asuna sprinten, weil ich mag die Gegner nicht, weil mich die halt immer mit diesem komischen Geist belegen. Und der bringt halt mir... Also dieser komische Nebeneffekt von den Gegnern, der bringt halt einfach, dass meine Mana halt langsamer sinkt. Deswegen ist es auch gut, wenn man sich mit diesem Skill, den ich benutze, bedient. Dann bekommt man halt trotzdem seine ordentliche Mana zurück. Es ist nicht viel Mana, die man zurückbekommt, wenn man halt das anhat. Aber ich sag mal so, dadurch, dass man, wenn man viele Skills benutzt, dann ist das wirklich schon von Vorteil, wenn man diesen Skill aktiviert. Kann ich euch nur ans Herz legen, eigentlich diesen Skill einzuprogrammieren. Diesen Kirito. Dafür habe ich halt diesen Skill rausgenommen, der Kirito kurz hält. Und dadurch, dass ich halt Asuna und wirklich sehr gute Tränke habe, war das halt für mich kompletter Schwachsinn.
Vor allem gegen einen Gegner sind halt diese Endskills wirklich am besten. Ah, diese Asis. Ich hasse euch. Auf was? Die bringt er auch noch mit. Also wie gesagt, gegen einzelne Gegner sind halt diese Skills wirklich richtig stark. Also dieser Sternsturm und halt den Skill, den ich da einsetze, sind diese Skills wirklich eigentlich schon fast overpowered. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Okay, wir müssen den Raum klären und dann kommen wir weiter. So, stirb mal. Achso, ich musste nur diese Golems da besiegen. Die sind relativ nervig. Da gibt es auch eine Stelle, wo man gegen die leveln kann, aber ich empfehle es euch nicht. Hey, die sind so nervig, diese Gegner. Man bekommt zwar richtig gute Items, aber ja, ein Helfen tut's jetzt nicht. So, wo sind wir jetzt? Ich kann euch auch zeigen, dass ich hier nichts aktiv habe, weil ich halt alles schon geschafft habe. Was haben wir hier? 50.000 Yards. Brauche ich eigentlich. Ihr seht, ich habe 1,5 Millionen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ah, wieder ein großes Areal. Die Gegner. Da kann ich schön mit dem Feuerskill draufkloppen. Der macht halt auch richtig gut. Und Asuna, wie ihr seht, hat uns eine Skill, ihre Magie aktiviert, sodass wir mit unseren Magie-Skills deutlich mehr Schaden machen. Und ich kann euch sagen, das hilft echt wirklich. Vor allen Dingen, wenn man denn so einen Feuerskill hat, der dann auch noch effektiver ist auf Eisgegner ist. Das merkt man zwar vielleicht nicht, aber im Verhältnis zum Eisskill, wenn man den auf dem gleichen Level hatte, dann bemerkt man das schon wirklich, dass dieser Skill halt hier einfach effektiver ist. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte halt einfach nur die Gegner besiegen. Ich denke mal, dass es dann nach unten zum Endboss geht. Deswegen... Oh, nee. Also gegen die kämpfe ich erstmal gar nicht. Ich hasse diese Gegner. Die gehen mir so sehr auf den Sack, deswegen ignoriere ich die eigentlich gekonnt. So, was haben wir hier? Ah, eine Tür, die sich öffnet und... Ah, ihr wollt mich doch verarschen, Guys. Alter. So, erstmal hier down. Erstmal Defense down. Geht nicht mehr zu sehr auf den Sack. Hier, jetzt habe ich auch noch die Defense down von dem Gegner. Und ich mache jetzt sogar 500 Damage. Alter, jetzt sind das sogar zwei von diesen Ice Golems oder was? Alter. Das ist ja total uncool. Vor allem diese Enrage, die diese fliegenden Assis da haben. Das ist so lame. Sie müssen nur so in der Nähe von mir diese komische Attacke droppen und dann bin ich schon längst gekillt, ey. So, pass auf. Take that. Hat ihn jetzt nicht gekillt, weil diese Golem-Gegner halt eine extrem krasse Defense haben. Deswegen gehen die auch nicht so schnell down. Auch wenn sie eine Defense gesenkt haben. Ihr seht aber, ich mache hier fast gar keinen Damage. Ich mache nur 100 Damage. Bei den normalen Gegnern würde ich an die 300 Damage machen. Aber dadurch, dass die halt so eine starke Defense haben, ist es halt. Boah. Könnte sich die Tür mal öffnen? Nö, anscheinend nicht. Jawohl. Ja, die alten Skills sind auch manchmal sehr gut bewährt, muss ich sagen. Hatte ich auch schon oft das Gefühl. Vor allem, wenn die Defense der Gegner schon gesenkt ist, dann sind die alten bewährten Skills immer noch die besten. Nein! Oh, das gibt's nicht. Ich treffe den nicht. Das Problem ist halt bei diesen Gegnern, dass man sie nicht wirklich richtig attackieren kann. Hier, take that. Alter, mit einem Strich hat er halt noch überlebt. Oh, come on. Ja, jetzt haben sie mich wieder vergiftet. Ich hasse euch. Ja, jetzt ist noch ein Golem aufgetaucht. Ist klar. Jetzt hätte ich noch nicht ein paar Golems. Oh, ich hasse diese Gegner. Diese... Hier, kassiere. Ich hasse dich. Stirb. Stirb, sagte ich. Danke, Tür hat sich geöffnet. Ich habe jetzt schon ich dachte schon, ich muss jetzt noch die Golems besiegen. Aber Gott sei Dank nicht. Okay, hier befindet sich irgendwo ein Schalter. Befindet sich hier irgendwo noch ein Item, das ich gebrauchen kann? Anscheinend nicht. Oh, ich hasse es, wenn der Skill nicht tritt. Er ist zwar richtig OP hier und richtig stark in seiner Attackenvielfalt, aber
manchmal echt bitter, wenn dieser Skill halt einfach nicht trifft. Wenn er trifft, dann macht er gut Damage. Aber man hat halt nicht so ein großes Spektrum an Angriffszentren, ne? Ah, da bist du noch. Oh, was? Level 390 seid ihr schon? Arsch mich. Ich denke mal, wenn wir mit dem Dungeon fertig sind, würde ich eigentlich auch denken, dass wir schon dann ins neue Gebiet kommen werden. Also es würde mich wundern, wenn wir diesen Dungeon geschafft haben, nicht ins neue Gebiet kommen würden. Und dann können wir endlich wieder ein bisschen Upside-Story machen. Und vor allem Gebiete erkunden. Da freue ich mich eigentlich schon drauf. Das ist immer so das Beste in dem Spiel, diese Nebenquest-Stories zusammen mit den neuen Gebieten erkunden. Weil ich habe mittlerweile von den drei Gebieten echt die Nase voll. So, die Gegner gekonnt ignorieren. Dann hier gucken, was hier noch ist. Hier, denke ich mal, befindet sich auch irgendwie ein Schalter. Oder das hier ist vielleicht noch besser. Vielleicht befindet sich da reines Sand. Perfekt. Sind sogar 6 Stück. Und hier muss ich anscheinend die Gegner besiegen. Hier kassiere. Hier, ja, seht, ich habe mit dem... Der Skill ist noch nicht mal beendet und der ist trotzdem sofort getötet worden. Und diese letzte Combo-Attacke ist dann nochmal richtig overpowered. So, ich denke mal, dass ich dich noch besiegen muss. Und dann wird sich, denke ich mal, die Tür schon öffnen. Oder? Nein? What the fuck? Die Tür hat sich nicht geöffnet? Okay. Oh, laber halt. Die Tür öffnet. Die Tür hat sich irgendwo geöffnet. Gegen die Gegner kämpfe ich jetzt nicht. Und jetzt haben sich hier was geöffnet. Ich hoffe, dass das keine Falle ist. Was? Jägelis-Tröpfchen? Was ist denn das? Jägelis-Tröpfchen. Eine Menge von Jigglisi, gesammelt und gereinigte Tropfen, belebt Gruppenmitglieder, die sich in Restlicht verwandelt haben, mit 50 LP wieder, 50% LP wieder, das ist krass. Sonst haben wir immer nur 25% gehabt, jetzt haben wir hier schon noch mehr, mal 50%, das ist natürlich geil. Oh, da befindet sich ein Item. Reines Eisen. Und ich sehe schon. Hier können wir uns wieder zurück teleportieren. Das heißt, wir sind tatsächlich beim Endboss. Und ich sehe, dass wir schon 18 Minuten auf der Uhr haben. Und ich glaube, es wäre suboptimal, wenn ich die Folge jetzt hier weitermachen würde. Ich denke mal, dann hätten wir am Ende, wenn wir den Boss besiegt haben, was ja auch immer noch ein bisschen dauert, hätten wir wahrscheinlich am Ende irgendwie 28 Minuten oder so. Weil danach kommt ja noch eine Sequenz, wo wir ins neue Gebiet eintauchen. Deswegen würde ich sagen, ich beende hier diese Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und in der nächsten Folge besiegen wir endlich diesen verdammten finalen Bossgegner in diesem Eisgebiet. Und dann kommen wir endlich ins neue Gebiet. Ich bin richtig gespannt auf das neue Gebiet. Ich weiß noch nicht, was das neue Gebiet sein wird. Ich freue mich darauf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, Leute, und ciao!